Leute, da sind wir wieder. Wenn es heißt Daisy. Und was für ein Scheiß anfangen. Nochmal von vorne. Hallo, liebe Leute. Willkommen wieder bei Daisy. In der Wilderness. So ein Scheiß. Wilderness ist, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Auf jeden Fall ist das schlecht. So, ich bin jetzt wieder auf einem Server ohne Namen. Und... Oh lol, da bin ich. Ja, ich bin echt ganz links auf der Map. Richtig scheiße. Ich bin auf einem Server ohne Namen und hoffe, vielleicht hier weniger Hackergefahr zu finden oder anzutreffen. Weil Hacker bevorzugen hier ja anscheinend Mainstream-Server. Und Mainstream-Server sind dann die, auf denen Namen angezeigt werden. Müssen wir echt so einen scheiß Kilometermarsch hinlegen. Soll ich die Aufnahme beenden? Ja, vielleicht gar nicht so doof. Okay, ich pause hier mal kurz. So, da hinten kommt Komarubu oder Kamenka. Irgendwas Linkes. Und ist besser wie nichts. Ich dachte mir, ich schalte wieder ein. So ein Quatsch, was laber ich da? Ja, nur mal so als Hintergrundinfo. Ich nehme ja bis dato mit meinem Headset-Mikrofon auf. Kamenka. Und habe mir jetzt heute aber ein Studio-Mikrofon bestellt. Und ja, ich denke, in 2-3 Tagen wird es da sein. Und ab dann werden meine Aufnahmen in erhöhter Audioqualität kommen. Ich habe mir das nur für euch gekauft, damit ihr höchsten Komfort auf meinem Kanal genießen könnt. Weil es schauen und hören soll ja auch Spaß machen. Darum gebe ich viel Geld für euch aus. Aber ich muss auch zugeben, mir macht es natürlich auch Spaß. Sonst würde ich das Ganze ja nicht machen. Ja, so viel dazu. So, ich hätte vielleicht mein iPad aufschlagen sollen. Ob es hier ein Kamenka vielleicht wenigstens eine Headshot gibt. Da hinten kann man, glaube ich, rein, aber das ist wieder so ein Sackgassenhaus. Jo. Versuche ich mal irgendwie die Zombies anders loszukriegen. Und dann schau ich mal da rein. Keine Ahnung, ob es. Ne, hat nicht geklappt. Aber ich schaff's schon. Bin nicht. Gut, hier gibt's eh nichts. Dann lass ich mich killen. Suche ich mir einen anderen Platz. Dann gehen wir da hinten in den Zombiehaufen. Kommt her, meine Freunde. Ich sterbe erhobenen Hauptes. Leute, wo ist meine Debug-Anzeige? What the fuck? Scheiße. Okay, ich bin gleich wieder da. So, Ladezeit überstanden. Versuchen wir es. Von vorne. Und ich hoffe, ich habe mein Debug-Fenster jetzt wieder. Ich habe zwar gelesen im Changelog von 1726, dass man den wegmachen kann, aber lol, der ist immer noch weg. Komarubu. Ja.
hier? Nö. Hier? Ah, okay. Ah, da ist er wieder. Waren wir hier nicht gerade? Mensch, scheiß Kamenka Kumarubu Wirrwarr. Ich kann die zwei nie auseinanderhalten. Ich muss mir da meine Eselsbrücke einfallen lassen. So, ich schaue jetzt hier auf jeden Fall mal nach einer Hatchet. Da ist noch einer. Hello! 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 Deutsch? Hallo? Hallo. Ein Vollidiot sagt was? Komm, sag was. Nein. Genau. Also für die, die es nicht verstanden haben, ich habe gefragt, ein Vollidiot sagt was? Und wenn er dann was antwortet, egal was, kann ich mit genau kontern. Weil ja dann ein Vollidiot ja was gesagt hat. So, nehmen wir mal die Enfield-Munition und Revolver-Munition. Hier ist nichts. So eine Hatchet wäre jetzt geil, weil dann würde ich den niederknüppeln. Ja, wir haben ja den Platz, also können wir auch alles mitnehmen. Uah, uah. Eine Scheibe. Oh Mann. Ich will doch nur eine Hatchet. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hey cool, der erste Treffer und ich bin nicht am Bluten. Das ist mal was Neues. So, und rechts vorbei. Kuckuck. Hier gibt es nichts zu sehen. Lol. Futze. Oh, wie lustig. Wollen wir... Nee, das speichern jetzt. Ich begebe mich jetzt nicht auf niedriges, beleidigendes Niveau, obwohl ich angefangen habe. Sein Scheiß. Ich hätte ihn jetzt schon gern niedergeaxtet. Dann halt nicht. Hat er halt nochmal Glück gehabt. Wo ist der? Ist der noch hier? Ne, da hinten rennt er. Ich renne ihm mal nach.
Also Zombie hat er ja dabei. Aber ich glaube, wir auch. Jupp. Yep. Steckt er sich von mir? Ich hab doch gar nichts. Lol, ich sehe nur den Zombie. What the fuck? Oder hat er jetzt durch irgendeinen Bug, sieht er jetzt aus wie ein Zombie? Das glaube ich nämlich eher. Ach, da vorne läuft er. Lol, da ändert sich der Skin. Und das Spiel ist, glaube ich, farbiger geworden, habe ich den Eindruck. Ich habe schon fast eine Folge verplempert und nichts zustande gebracht. So ein Crap. Wo ist er denn hin? Ist er schon da drin? Oh fuck, der holt sich da jetzt bestimmt eine Axt. Und dann rächt er sich. So, da kann man wieder nicht rein. Okay, also ist er doch nicht hier drin. Komisch. Hat er wohl direkt zum Airfield gelaufen sein? Dann machen wir das auch. Nicht zu verlieren. Haben wir eh nichts. Noch ein paar Freunde dabei. Warum nicht? Und da kann ich jetzt keinen Spieler erkennen. Hier, gut, kann ich noch nicht sagen. Ja. Dürfte kaum auffallen, dass wir jetzt dahin gehen. So. Kurzen Rundumblick. Jetzt bellt der Hund wieder gleich. Aber ich kann jetzt das Fenster nicht zumachen. Sonst bin ich tot. Dann gehen wir wie gewohnt zuerst in den Hangar. In den Tower. Und ich höre schon fliegen. Wahrscheinlich wartet da jetzt der Kerl mit einer Waffe. Nee. Weil ich zu blöd bin, da drüber zu steigen. Hier mal wieder auch nirgends was Gutes liegt. Der erste Server regt mich schon wieder auf. Mal schauen, dass wir diesen Drecks-Zombie vorbeikommen. Ja! Lieber. Mann, Alter! Oh, lol, gelbe Ping.
Ich verstehe. Ich glaube, ich werde mal den Server wechseln. Jetzt schaue ich noch kurz die Hangars durch. Und dann wechsle ich den Server. LOL. LOL! 561er Ping! Wollt ihr mich verarschen? Okay, das liegt definitiv am Server. Dann... Trillalalala... Bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Server ist gewechselt. Jetzt ist meine, mein Debug-Monitor schon wieder weg. So ein Crap. So. Schon besser. Oh, ich habe wieder volles Life. Übrigens, mein Ping war nicht too high, sondern der Server ist abgeschmiert. Weil der war dann nämlich weg. So. Können wir uns zumindest schon mal wehren. Sogar die richtige Munition gefunden. Klein Rundumblick. Kann keine Bedrohung feststellen. Aber das habe ich ja schon öfter behauptet. Schauen wir mal in den ersten Hangar. So eine Bandage und ein Makarov-Magazin. Ja, okay. Was? Scheiße. Jetzt habe ich die Meldung nicht gelesen. Das sah jetzt wichtig aus eigentlich. Aber... Noch eine Bandage. Nehmen wir natürlich auch mit. Hier ist eine gestorben. Und ich habe Angst, den zu looten, weil ich sonst auch sterbe. Aber ich muss es riskieren. Der hat eine Headshot dabei, die ich will. Lol. Ich dachte, die ist jetzt weggeglitscht. So. Remington abgelegt. Headshot genommen. Headshot an den Toolbelt. Und die Remington genommen. Und ich höre hier entweder einen Zombie oder einen Spieler. Aber ich glaube, er ist ein Spieler.